Wir machen das Ganze mit Acrylfarben. Das sind ganz normale Acrylfarben und ich habe festgestellt, das ist keine Werbung für diese Firma, aber diese Goya, das ist eigentlich perfekt für diese Technik, weil die sind ja fließend. Die Farben müssen fließen, gut fließen, das ist wichtig. Bei Hakeltechnik benutze ich andere Farben, die sind ja sehr dickflüssig, aber die sind ja ein bisschen dünner, aber nicht zu wässrig dünn, sondern gut fließend einfach. Genau. Und was braucht man noch als Mischmittel für Pouring? Das ist Acrylic Pouring Medium. Aber das ist sehr teuer, das Ding. Und wenn man das viel machen möchte, das geht ja richtig ins Geld. Und die Menschen sind ja kreativ. Und die haben was anderes gefunden. Und das ist nämlich dieses Zeug, Flöntrol. Und das benutzt man für, wenn man die Wände streicht, verdünnt man dann die Farbe. Und dann fließt die Farbe sehr gut. Und das ist auch hier sehr wichtig, weil wenn wir diese Farbe nur mit Wasser verdünnen würden, und das passiert ja bei Nass- und Nass-Technik oft, Fluid Art, dass die Pigmente so verteilen, dass dieser Effekt, was wir beim Pouring hätten, nicht passiert. Das heißt, das bindet, das ist so eine Bindemittel. Ja? Und das ist Flotrol. Das kann man in Baumärkten kaufen, nicht überall, aber ich habe das bei Amazon bestellt. Das kostet 17 Euro. Ein Liter. Also, das heißt, wir brauchen Farbe, wir brauchen Flotrol und ein bisschen Wasser. Die Mischung wird hier in Becher immer gemacht. Und wenn die Mischung eine Farbe, zum Beispiel Rot, ne, rote Farbe, 50% Farbe, etwa 30% Flotrol und 20% Wasser. Pi mal Daumen so ungefähr. Und dann kommt ja noch ein bisschen Öl rein. Das ist ja das Wichtigste. Und viele machen das mit Silikonöl. Ich habe dieses Silikonöl auch bestellt. Das kann man auch bei Ölsner, bei Jerwitz kaufen, aber ich mochte das nicht so. Also die Zellen waren sehr klein und dann habe ich viel recherchiert und bin auf dieses Wunder gestoßen. Das ist ja auch viel besser. Das ist ja auch sehr gut. Das ist ja auch und ihr kennt ja Wasser und Öl. Wenn man Öl in Wasser reintut, da sieht man auch kleine Zellen, ne? Die ganz klein, die binden sich nicht. Und so ist es auch hier bei dieser Technik, wenn wir das reintun in die Farbe und dann das gießen, dann entstehen diese runden Zellen, das heißt, die entstehen getrennt von der Farbe. Das ist ein ganz toller Effekt, das werden wir jetzt alles sehen. Aber als erstes werde ich euch zeigen, wie man diese Mischungen macht. Flotrol. Genau. Ja, nicht das. Tapete, Kleber, sowas. Ich rieche das gar nicht. Könnt ihr riechen? Du machst das schon. Ich mag auch Schuhcreme. Ich mag Schuhcreme. So, und da kommt etwa 20% Wasser. Weil das sehr zäh ist. Das ist sehr zäh und Wasser verdünnt das auch. Du hast jetzt normales Wasser oder normales Kohlensäure? Wasser. Normales Wasser. Mhm. Ja, ich habe gelesen, es ist besser destilliertes Wasser, aber ich nehme jetzt kein destilliertes Wasser für das. So. Dann mischen wir das einfach schon. Es gibt ja Holzspachtel zum Rühren. In Deutschland hat ja alles seine Regeln. Ne? Man würde damit machen, aber ich mache immer anders. Ich mache nicht immer, was die anderen immer sagen und ich rühre jetzt damit. Ich möchte nicht das machen, was immer die anderen machen. Man muss doch was Rebellisches machen. Absolut.
Na, die Kopf. Das ist echt der Kopf. Die Augen sind der Kopf. Ja, ja, natürlich. Und ist ja auch Holz. Das ist auch Holz. Ist auch Holz. So. Also das ist jetzt klar, ne? Das würdet ihr auch schaffen, wenn ihr das ja habt, oder? Mit Video geht das. Sehr gut. So, jetzt kommt die Farbe. Also 50-50. Das ist 50%, soll der 50% deine Lieblingsfarbe kommt jetzt rein. Also. Ich denke jetzt, das ist 50%, ne? Oder was meint ihr? Ja, das ist gut, das kann man gut sehen. Ja, rühren, wenn du machst weiter. Genau, du kannst rühren, genau, das ist gut. Sehr gut. Das ist ja wie Risotto rühren. Rühren ist ja das der ruhige. Ja. Hast du noch andere Holzstühle? Oder nehmen wir jetzt ja, doch, doch, natürlich. Das also können wir jetzt wieder beginnen. Ja. So, was hatten wir nicht? Schwarz. Das ist toll, oder? Da bist du auch, Anna? Wie wählt die Kamera? Jetzt kommt unser Wunderöl. Nur ein paar Tropfen. Ich mache drei. Drei Tropfen. Wir machen jetzt Flipka. Kommt erstmal weiße Farbe drauf, ohne zählen, einfach, wir grundieren das einfach. Grundsätzlich weiß? Ja, so, ja, kann man auch andere Farbe machen, aber weiß eignet sich am besten. Ja. Ein bisschen mehr. Vielleicht hat es das ja ein bisschen. Das sieht gut aus. Okay, ich würde es gerne mal sehen. Es muss einfach nass sein, dann fließt es besser, das der ganze Zug. Das ist ein guter Grund. Du hattest doch vorher da die Leinwand schon grundiert. War das auch mit weißer Farbe? Das war ja trocken, ne? Ja, das war trocken. Ja. Also vorgearbeitet das, oder ist das egal? Nee, das ist egal. Ich hatte ja was drauf und deswegen habe ich das weiß gemacht. Und jetzt geht es darum, dass wir. Also Flipkart funktioniert so. Hier kommen die Farben rein und dann so und dann drehen wir das, okay? Demonstriere das jetzt. Also, welche Farbe nehmen wir jetzt? Wir müssen ja nicht alle Farben dafür nehmen. Ne? Manchmal reichen drei Farben, das muss ja nicht so ein Farbsalat sein. Ich nehme, wollen wir ein pinkes Bild? Okay. Das richtig gehört, das hat sich so blau hier abgesetzt. Ich mache nichts. Seht ihr jetzt diese Zellen? Da sieht man schon die Zellen. Ja. Ich würde jetzt erst keine Pause machen. Achso, man macht verschiedene Farben in einem Becher. Ja. Achso, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, deswegen bist du ja. Deshalb bin ich hier, genau. Und weil es immer so schön ist. Also Viskosität heißt das, wenn es gut fließt. Und Viskosität ist gerade sehr gut für mich. Okay. Gute Viskosität. Habe ich also perfekt gehört, ne? Bin ich geschüttelt. Hast du da noch einen Tag? Achso, das sind ja. Okay. Oh, ist das aufregend hier. Es läuft ja immer. War das nicht zu was? Die Kinder wollen unbedingt die getrockneten Becher. Und das ist auch, muss man nicht machen, aber es ist gut, wenn man so drumherum noch weiß macht. Es soll ja ein bisschen laufen noch. Ein bisschen Zeit lassen. Seht ihr schon, die Zellen kommen raus. Das sind die Zellen. Das sieht ja schon mal toll aus. Das hat ja Öl hervorgebracht. Ich nehme Stopp. Ja? Bitte. Okay. Boah, wie krass. Oh, ist das schön.
toll. Genau, jetzt von alleine erstmal gucken, was passiert. Und es läuft immer nach unten. Also das ist eine Sauerei. Diese Technik ist einfach eine Sauerei. Ne? Das macht man am besten wirklich auch. Und jetzt beginnen wir so ein bisschen hin und her zu bewegen die Farbe. Da braucht ihr keine Angst zu haben, dass die Zellen verschwinden. Die kommen immer wieder. Das ist cool. Das ist echt eine Riesensauerei. Ja, ist so. Ist so. Oh. Man braucht Geduld und Wissen. Und dann geht das. Ja, man braucht auch Handschuhe. Ja, das stimmt. Geht auch. Das ist schön. Das ist super schön. Das ist eine coole Farbkombi. Ja. Ganz toll. Man kann auch mit Spachtelnüssen helfen. Also föhnen kann ich nicht empfehlen, ich habe das gefüllt. Ja, das sage ich auch. Das war gleich angetrocknet und das war die ganzen Farbeffekte waren weg. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch ein Zahnstäbchen nehmen und so kleine Schleifen? Kannst du auch machen, klar, ja, natürlich. Ich bin dafür, dass man was Eigenes entwickelt, ja. Weil sonst machen wir alle gleich, ja. Ne? Und dann sehen auch die Bilder alle gleich aus. Und was daraus kommt? Ich habe daraus ein anderes Wort gemacht, eine andere Wortkombination gemacht, nämlich Rackelpuring. Es ist
Jetzt Rackelkuchenzeit. Also, wir fangen jetzt genauso an wie bei Flipcup. Wir grundieren die Leinwand. So nass grundieren. Und dann nehmen wir die beliebige Farben einfach und dann gießen drauf. Verschiedene Farben. Und jetzt. Wow. Das ist krass, durch das Öl wird das Schwarz auch gar nicht so, dass sich das so dreckig wird. Ne? Das finde ich gut. Toll. Okay, jetzt haben wir das verteilt. Ist das nicht toll? Geht auch viel schneller. Jetzt kann man auch gucken, was kann man da noch machen. Ich ziehe vielleicht noch Spachtel so. Das ist jetzt ein bisschen dunkler, das Bild, aber es macht. Das ist gut. Das ist berühmt. Ja, bringt ja nicht viel. Okay, also wir finden das Bild. Thank you.
Krieg nachher das Ganze aus. Eine Sauerei. So wie man.